Wir setzen mit Tagesordnungspunkt 44 fort. Anhörung zum Antrag A234-21 Modellprojekt zur legalen Abgabe von Cannabis-Einreicher. Sind hier Bündnis 90 Die Grünen und Frau Schanetzki übernimmt die Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, auch das möchte ich ganz kurz machen. Es war schlicht so, dass als der Antrag von den Dissidenten kam zu dem Modellprojekt, wo ja noch nicht absehbar war, dass sich das vermutlich alles in absehbarer Zeit auch durch Bundesgesetzgebung erledigt hat, dass da tatsächlich bei uns in der Fraktion auch eine große Diskussion aufgebrannt ist, weil wir als Partei natürlich für die Legalisierung von Cannabis stehen, aber auch da, Diskurse sind ja was, was Demokratie belebt, durchaus darum ringen, was denn der richtige Weg ist, für wen was angebracht ist, aber vor allen Dingen auch, wie man die Gruppen schützt, die zu schützen sind, vor allen Dingen die jungen Menschen, wenn denn Cannabis legal ist. Grundsätzlich möchte ich sagen, und das ist mir wichtig, uns geht es mit dieser Anhörung darum, einmal einen völlig, also wirklich einen Blick von Expertinnen und Experten auf das Thema zu werfen, und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da sehr unterschiedliche Positionen formuliert werden, weil es gut begründbare Positionen dafür gibt, Cannabis einfach freizugeben. Es hat keine schwerwiegenderen Auswirkungen als Alkohol, und Alkohol trinken hier vermutlich fast alle im Saal in schöner Regelmäßigkeit, von daher muss man sich da keine Gedanken machen. Andererseits ist es durchaus so, dass es zurzeit auf dem Markt, auf dem illegalen Markt wohlgemerkt, für Cannabis Produkte gibt, die gefährlich sind für die Konsumierenden, weil zum Beispiel nicht klar ist, was man eigentlich konsumiert. Da gibt es die These, das hängt mit der Legalisierung zusammen. Da gibt es aber auch die These, dass das sich auch nicht mehr verändern würde, wenn es legal wäre. Drittens gibt es Polizistinnen, Polizisten, Polizeibeamte, die sagen, es stört die Strafaufklärung, wenn Cannabis illegal ist, weil sie dann also Fälle bearbeiten müssen, die ihnen nur Papierkram verursachen und wo es überhaupt keinen Sinn hat. Es gibt aber auch das Argument, dass es durchaus sinnvoll ist, da eben dagegen vorzugehen. Vor dem Hintergrund wünschen wir uns einfach eine fundierte Auseinandersetzung mit Expertinnen und Experten, die uns an der Stelle für den Modellprojektantrag dann eine gute Entscheidungsgrundlage gibt. Vielen Dank. Damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde und ich frage, ob das Wort gewünscht wird. SPD? Sehe ich nicht. FDP? Sehe ich auch nicht. Dissidenten, Herr Aschenbach, bitte. Fakten, Fake News und Fossilien. Braucht Dresden eine Expertenanhörung zum Cannabis-Antrag? Ein kurzes Ja wird der Tragweite dieser Frage nicht gerecht. Denn wenn man auf die bisherige sogenannte Beratung des Cannabis-Modellprojektantrags blickt, blickt man in einen erschreckenden Abgrund aus drolligem Aberglauben, ideologischer Verblendung und desinformierender Bosheit. Unnötig, höre ich die bierseligen Prohibitionisten, Prohibitionsdemagogen grölen, während sie auf die versprochene Legalisierung verweisen. Brokkoli, rufe ich zurück, denn egal auf welchem Weg uns die Horrordroge Cannabis erreicht, sie sollte nicht auf ein Meer der fahrlässigen Unwissenheit treffen. Viel ist dieser Tage von Fake News, Verschwörungstheorien und Manipulationen die Rede. Als gigantisches Problem für Demokratie und Gesellschaft wird die Flut aus Desinformation zu Recht gegeißelt. Umso erschreckender, was ich hier in diesem Haus erleben musste. Und damit meine ich nicht etwa den erwartbaren Quatsch aus den Reihen der CDU und der anderen Rechten. Nein, ausgerechnet die Stadt Dresden selbst, also der FDP-Oberbürgermeister bzw. die zuständige linke Bürgermeisterin Dr. Kaufmann, spricht das Dresdner Gesundheitsamt selbst, verbreiten ungeheuerliche Falschinformationen. Falls man den Unfug, die dem Stadtrat als Stellungnahme vorgelegt wurde, überhaupt als Information bezeichnen kann.
Wenn es um das massenvernichtende Killerkraut Cannabis geht, kann die herbeifantasierte Zahl der Suchtterrortoten gar nicht abstrus genug sein. Da kennt das Amt kein Halten mehr und verabschiedet sich von jeder inhaltlichen Redlichkeit. Keine Angst, ich werde hier und jetzt nicht die abenteuerlichen Behauptungen des Dresdner Gesundheitsamtes über Einstiegsdrogen falsifizieren, die bewusst verkürzt zitierten und verzerrend ausgewählten Studienschnipsel einordnen oder den suchtpräventiven 60er-Jahre-Kenntnisstand des Amts für Gesundheit ins 21. Jahrhundert hieven. Das habe ich in einer 7-seitigen korrigierenden Stellungnahme zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes bereits getan. Lasst uns bitte, bitte, bitte Experten einladen und das trübe Tal aus Ignoranz, Dummheit und Wissenschaftsfeindlichkeit, welches viele hier ihr Zuhause nennen, erhellen. Verlasst eure faktenbefreite Spießerecke und nascht vom Baum der Erkenntnis. Das würde nicht nur der Sache, im Idealfall einer wirkungsvollen Suchtprävention, einen Dienst erweisen, sondern auch Standards entsprechen, die ihr selbst so gern vortragt, ohne euch daran zu halten. Dem Gesundheitsamt würde ich dennoch die Friedenspfeife anbieten und die wunderbare und vertrauensbildende Möglichkeit einer Entschuldigung verbunden mit einer Richtigstellung nahelegen. Schlimm genug, dass die unangenehme Frage bleibt, bei welchem weniger leicht nachprüfbaren Themen die Verwaltung Quatsch erzählt, Herr Oberbürgermeister. Also sagt Ja zu verantwortungsvoller Politik, sagt Ja zu wissenschaftlicher Redlichkeit, sagt Ja zum mündigen Bürger, sagt Ja zur Anhörung und um die Bon zum Überlaufen zu bringen, sagt Ja zum Kiffen. Das Teufelszeug schützt sogar vor Corona. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Hanisch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen und Kolleginnen, Herr Aschenbach, Sie haben mich gerade inspiriert, mich spontan nochmal zu Wort zu melden. Großes Kompliment, Sie haben es tatsächlich im heutigen Stadtrat geschafft, zweimal Redebeiträge zu halten, die diesen Begriff verdient haben. Respekt sowohl für das Inhaltliche als auch für das Stilistische. Das war mal das, was man eigentlich von Ihnen von Anfang an erwartet hätte. Auch zum Thema Cannabis, auch wenn Sie es überspitzt haben, habe ich eine Meinung, die sich nicht unbedingt mit der meiner Fraktion deckt. Ich persönlich bin nämlich auch der Ansicht, dass das Teufelszeug, wie Sie es genannt haben, keinesfalls ein Teufelszeug ist und dass eine moderne Gesellschaft sich durchaus Gedanken darüber machen muss, wie in Zukunft mit so einer Geschichte umzugehen ist. Ich glaube, dass der Ansatz, Cannabis zu legalisieren, nicht nur eine Widerspiegelung der gesellschaftlichen Realität ist, sondern es ist auch eine juristische Notwendigkeit, weil wir mit der Verurteilung von Cannabiskonsumenten eine Penalisierung, eine Strafbarmachung sozusagen von geschätzt mal ein Drittel der Bevölkerung erreichen. Und das ist mit Sicherheit nicht angemessen und das ist auch nicht Abbild der gesellschaftlichen Realität, wie wir vorhin schon gehört haben. Die Folgen von Alkohol sind meines Erachtens deutlich besser erforscht und weitaus schädlicher als die abzusehenden Folgen von Cannabis. Insofern, ich als Strafverteidiger und auch als Stadtrat bin der Meinung, das ist völlig richtig. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist in meinen Augen nicht haltbar, dass eine, sagen wir sogar Kulturdroge wie Cannabis, das Knasterpfeifchen, das im mitteleuropäischen Kulturraum seit Jahrhunderten Bestand hatte und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Eingreifen der Amerikaner hier penalisiert worden ist, bis heute verteufelt wird. Aber dem Antrag werden wir trotzdem nicht zustimmen, und zwar, weil er aus unserer Sicht einfach überflüssig ist. Er kostet Zeit und er kostet Geld und er bringt nicht allzu viel. Die Frage der Legalisierung von Cannabis liegt nicht in unserer Hand. Da können wir als Stadt hoch und runter springen. Es ist strafbar. Punkt. Strafgesetzbuch, da steht es drin. Ob die Staatsanwaltschaften in Berlin bei 8 Gramm einstellen und die Staatsanwaltschaft in Sachsen bei 2 Gramm, das können wir nicht beeinflussen. Es ist bedauerlich und es ist schlimm, dass es überhaupt so eine Ungleichbehandlung gibt. Aber wir als Stadt haben dazu schon gar nichts zu sagen. Und uns mit einem Modellprojekt da reinzuhängen, ist schon gewagt. Das finde ich aber noch okay, das ist in Ordnung. Aber jetzt noch extra Geld für eine gemeinsame Anhörung auszugeben, Zeit zu investieren, halte ich für schlichtweg unnötig. Ich glaube, das ist so ein Thema, das können wir uns sparen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben Corona, wir haben die Ukraine-Krise, wir haben mit allem Möglichen zu kämpfen. Die Bundesregierung wird das Thema Cannabis aufnehmen, steht im Koalitionsvertrag drin. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich in 1 oder 2 Jahren erledigt hat. Also lasst uns unsere Zeit nicht verschwenden. Ja zu Ihrem Anliegen, nein zu Ihrem Antrag. Danke. So, als nächstes CDU-Fraktion wird das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Böhm.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstaunlich ist, was hier passiert. Der Kollege Aschenbach mit Expertenwissen und der Kollege Hannig, der sich hier fast arbeitslos machen will als Strafverteidiger. Gut, also wir folgen der Stellungnahme der Verwaltung, dass Cannabis insbesondere für jüngere Menschen Gefährdung aufweist. Und ich gehe davon aus, dass das Gesundheitsamt sich da schon entsprechend Mühe gegeben hat, sich mit dem Antrag auseinanderzusetzen. Und die Meinung war da relativ eindeutig. Insoweit lehnen wir den Antrag ab und stimmen dem Ausschussbericht zu. Ansonsten ist schon gesagt, es ist ein Bundesthema, deswegen bedarf es weder einer Anhörung noch eines Modellprojektes. Verwaltung und Stadtrat haben Wichtigeres zu tun. Die Ampel in Berlin hat das offensichtlich anders gesehen. Denn zunächst wollte man das als wichtiges Thema sich auf die Tagesordnung setzen. Dann kam nun alles anders mit wichtigeren Themen. Liebe Freunde von Grünen, FDP und SPD, dann müsst ihr wohl noch eine Weile illegal euer Gras besorgen. Danke. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Bröhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Demnächst wird diesen Stadtrat ein Antrag der Fraktion der Deserteure zur Freigabe von Cannabis erteilen. Zu diesem Thema sollen nun 4 Ausschüsse eine gemeinsame Anhörung stattfinden lassen, eine Veranstaltung, die vom Umfang her schon fast an eine Stadtratssitzung heranreicht. Das Ziel einer solchen Anhörung, sich von Fachleuten das Pro und Contra eines Modellprojekts zur legalen Abgabe von Cannabis erklären zu lassen, ist allerdings total überflüssig. Zu diesem Thema sind schon unzählige Studien und Untersuchungen gelaufen. Jeder kann sich die Ergebnisse und Schlussfolgerung und passende Argumente dazu in einschlägigen Publikationen selbst heraussuchen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Lustigerweise haben die Einreicher ja schon selbst einige wichtige dieser Argumente in ihrer Antragsbegründung dargelegt und damit ihren eigenen Antrag obsolet gemacht. Weiterhin ist diese Problematik auch weniger ein fachliches als vielmehr ein politisches Thema. Es geht um prinzipielle Standpunkte, aber es geht auch um Klientelpolitik. Und das meine ich gar nicht negativ. Es ist das Recht jeder Partei, ein bestimmtes Wählerklientel zu bedienen. Wir als AfD setzen uns in diesem Falle für die potenziellen Opfer, also Kinder, Jugendliche und Familien ein. Andere dagegen für die Konsumenten und Vertreiber, also für Kiffer und Dealer. Das ist natürlich durchaus legitim. Man sollte halt nur ehrlich dem Wähler gegenüber sein. Lassen Sie uns daher diese Alibi-Veranstaltung, wenn sie uns viel Zeit und den Steuerzahler viel Geld kosten würde, ablehnen und stimmen Sie mit uns gegen den vorliegenden Antrag. Dankeschön. Hört Fraktion Die Linke das Wort gewünscht, Herr Schäuble, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also in den vergangenen Minuten ist in diesem Saal wirklich also eine derartige Fülle an Unfug gesprochen worden, das kann man einfach nicht unwidersprochen stehen lassen. Ich möchte auf einige Argumente eingehen. Mein Vorredner hat hier behauptet, es würde hier Politik für Dealer gemacht. Dem muss man doch ganz klar entgegentreten. Meine Erfahrung als Strafverteidiger ist folgende, dass gerade Jugendliche oder Menschen, die mit Cannabis zunächst in Berührung kommen und sich dies, weil es ja illegal ist, über einen Dealer beschaffen, dann auf diesem Weg häufig mit folgenreicheren Betäubungsmitteln, mit ganz erheblichen nachteiligen Konsequenzen erst in Berührung gebracht werden. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man eben sehr klar unterscheidet zwischen Betäubungsmitteln mit erheblichen negativen Wirkungen für den Menschen und sogenannten
weichen Drogen. Das ist der erste Punkt. Deshalb ist es so wichtig, es zu entkriminalisieren, damit eben die Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht erst mit tatsächlich schwerwiegenderen Drogen in Betracht kommen. Das Zweite, Herr Kollege Hannig, also es fällt mir ja schwer, Kollege zu sagen, das will ich ganz offen sagen, Folgendes: Das Betäubungsmittelstrafrecht, dazu finden Sie im Strafgesetzbuch nichts. Das sollten Sie eigentlich wissen. Das Betäubungsmittelstrafrecht ist in BTMG geregelt, und zwar dort genau im 6. Abschnitt und nirgendwo anders. Das nur mal zur Vollständigkeit. Jetzt noch etwas zur Frage der Verfassungsmäßigkeit. Es gibt erneut eine Richtervorlage eines sehr bekannten Richters, der sich sehr verdient gemacht hat um dieses Thema, der umfangreich gearbeitet hat, der ganz vorbildlich und ausführlich und in einer wirklich fachlichen Brillanz eine Richtervorlage geschrieben hat, mit der sich das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzen muss. Es hat ja bereits schon einmal eine Richtervorlage gegeben, die damals letztlich abgelehnt worden ist. Aber es hat ein starkes Minderheitenvotum gegeben. Das darf man nicht übersehen. Die Zeit hat sich weiterentwickelt. Es gibt einfach weitere Erkenntnisse. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Bestimmte Argumente sind jetzt auch, denke ich, beim Bundesverfassungsgericht angekommen. Es ist ohnehin aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis das Bundesverfassungsgericht die Strafbarkeit des im Zusammenhang mit Cannabis für verfassungswidrig erklären wird. Und jetzt noch etwas zu diesem Antrag. Selbstverständlich entscheidet der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden nicht über die Strafbarkeit von Cannabisbesitz oder den Umgang mit Cannabis. Das macht er nicht, sondern hier geht es um etwas ganz anderes. Es geht um ein Modellprojekt. Es hat also eine andere Intention. Und der Antrag, der hier gestellt worden ist, da geht es um eine Anhörung dazu, dass wir uns also Expertinnen und Experten einladen, die uns entsprechend ihren Sachverstand zur Verfügung stellen, damit wir dann auf einer guten Grundlage entscheiden können. Und was daran falsch sein soll, das verstehe wer will. Ich finde, es ist ein vernünftiger Antrag, dem sollten wir zustimmen. Und deshalb wird DIE LINKE das auch tun. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Wird Schlusswort gewünscht? Sehe ich auch nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist negativ. Also wer dem negativen federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja. 34 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wird der federführende Ausschussbericht, der ablehnend war, angenommen. Mit Blick auf die Uhr und 4,5 Minuten vor um 9 und bei dem nächsten Tagesordnungspunkt mindestens 3 gemeldeter Redner würde ich Ihnen vorschlagen, an dieser Stelle die heutige Sitzung zu beenden und Ihnen einen angenehmen Nachhauseweg zu wünschen. Und alles andere machen wir dann in der Folgesitzung. Vielen Dank fürs engagierte Mitwirken, was hier im Ehrenamt ist, an 2 Abenden. Und ein schönes Wochenende.